Wir sind mittendrin im Rückblick, was wir alles bewegen oder auch im Vorausblick. Und ich darf euch mit hineinnehmen auf eine Reise. Was ist die IVO? Wir haben heute in der Predigt vom Papa bereits einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie Papa zum Beispiel das Wort Gnade aus ganz neuen Perspektiven übersetzt hat. Und er hat dieses Werk begonnen vor 13 Jahren, im Jahr 2005, die IVO, die Übersetzung, die den griechischen Urtext neu übersetzt. Und ich möchte euch gerne mal kurz mit hineinnehmen auf die Reise. Was steckt denn hinter diesem kleinen Blättchen, das ihr vielleicht alle zwei Monate bekommt oder auch auf dem Büchertisch findet? Was steckt dahinter? Wie viele Leute sind damit dabei? Was hat sich in den letzten Jahren getan? Wir gehen kurz hinein und schauen, was bereits alles übersetzt ist. In den letzten Jahren wurden folgende Kapitel des Neuen Testamentes komplett neu aus dem Griechischen übersetzt, aus dem Urtext. Hier sehen wir die alle aufgelistet und das Endprodukt sieht wie folgt aus. Hier griechische Wörter oben, die Stammform, gebeugte Form. Ich gehe hier gar nicht ins Detail ein, sehen wir nachher noch ein paar Details dazu. Aber so kriegen wir das, sieht ein Teil des Endproduktes aus. Gestartet hat das Ganze im Jahr 2005. 120 Personen haben begonnen, Bücher zu nehmen, griechische Bücher, alte Bücher, und haben begonnen, hier zu analysieren, Wort für Wort. Ja, was ist die Stammform? Was ist die gebeugte Form? Und es in eine revolutionäre neue Ordnung zu bringen, die nachher die perfekte Grundlage für Papa darstellen soll, wirklich Gold zu schürfen und zu schauen, was steckt denn wirklich hinter jedem einzelnen Wort. Hier grün eingerahmt sehen wir das Endresultat, dass 120 Personen hart dafür gearbeitet haben mit fundierter Literatur und diesen entsprechenden Tabellen von gebeugten Formen und Zeitformen und was da alles existiert. Im Zeitalter der Digitalisierung haben wir in den späteren Jahren 2008, 2007 so und darum, es hat eine Digitalisierungswelle dieses Produkt erfasst und es konnten mit Softwarealgorithmen und Softwareentwicklern, hier sehen wir die Projektleiter und die IT-Spezialisten, die diese Produkte ausgeführt haben, konnten wir mit Blitzeseile schneller diese Wortanalysen tätigen und konnten entsprechend auch Arbeitsressourcen einsparen, die uns der Computer abgenommen hat. Aber ein wichtiger Bestandteil ist geblieben. Mein Papa hat circa, hier sehen wir, wie das so ausgeschaut hat, wenn er nachher die Wortanalyse angegangen ist. Er hat 7 bis 9 Wörterbücher von ranghohen Universitäten, die er analysiert. Und er musste danach jedes Wort einzeln nachschlagen, forschen. Ja, in welchem Zusammenhang ist dieses Wort früher aufgetaucht? Wie kann man das interpretieren? So hat es damals ausgeschaut. Und wenn er nachher die Analyse gemacht hat, haben nachher die Setzer so in diesem Format, kriegen sie nachher diese Analyse mit Fußnoten und allem dran. Hier auch wieder ganze Teams, die das dann setzen. Durch die Digitalisierung konnte ein neues Großprojekt in Angriff genommen werden. Und es wurden alle diese Bücher, tausende von Seiten, digitalisiert. Es wurden Softwares geschrieben, die diese Bücher digitalisiert haben, Algorithmen geschrieben, um das zu finden. Hier sehen wir ein paar Bilder von Projekttagen. Es gibt nicht nur Projekttage auf dem Bau, sondern auch in solchen Themen. Und das Endprodukt ist inzwischen, dass Papa, wenn er in die Übersetzung geht, sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ein Knopfdruck und alle Bücher sind an der richtigen Stelle aufgeschlagen. Auch ganze Teams, die das vorbereiten, damit er sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Auch hier natürlich wieder Softwareentwickler gefragt, die diese Algorithmen entwickeln. Was wir dann am Schluss sehen, ist die vorverdeutschte Fassung der interlinearen Vollanalyse, die auch auf dem Büchertisch ist, die für uns leserlich ist, sind ein paar Zeilen, aber es sind doch hunderte Menschen, die hier im Verlauf dieser Jahre hier das mitentwickelt haben, eine Unmenge an Zeit, an Investition. Und wir sind einfach nur begeistert. Hier sind ein paar Schnappschüsse von weiteren Mitarbeitern und wir möchten auch euch, die hier seit Jahren mit Herzblut und Engagement euch investiert für diese Übersetzung, auch für ein paar, der wochenlang hier für uns im Urtext grabt, einfach mal ein herzliches Dankeschön sagen und sagen, wir brauchen euch und wir lieben euch. Danke.